Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu meinem größten One Piece Video, zu meinem größten Projekt auf diesem Kanal bis jetzt. Und bevor ich das Ganze anfange, möchte ich noch ein kleines Vorwort an euch richten, damit ihr mit der richtigen Vorstellung an dieses Video herangeht. Und zwar ist dieses Video nur auf meinen Vermutungen aufgebaut. Das ist also frei erfunden, beziehungsweise es ist auf meiner Meinung aufgebaut. Das heißt, es muss nicht so passieren, es kann so passieren und ich habe das nur so gebaut, wie ich denke, was passieren kann. Das heißt, ihr könnt komplett andere Vorstellungen haben, das ist alles okay. Ich habe auch wirklich viele meiner Theorien einfließen lassen und deswegen ist diese ganze Story, die jetzt kommt, nicht etwas, was bestätigt ist, sondern nur etwas, was ich selber frei gemacht habe, um euch da draußen zu unterhalten, weil bei One Piece Videos geht es natürlich immer noch darum zu unterhalten und ich hoffe, mit diesem Video habe ich das auf jeden Fall geschafft, denn heute gibt es das Video, wo ich die gesamte One Piece Story von dem jetzigen Arc bis zum Ende komplett liefern werde, beziehungsweise sagen werde, wie ich denke, wie es ablaufen wird. Vergesst natürlich nicht, dass ich nicht alle Arcs reingepackt habe, weil man kann natürlich nicht alles wissen, deswegen habe ich viele kleine Sachen ausgelassen, sondern nur die großen Sachen reingepackt, die ich denke, die stattfinden werden. Und ich würde auch gerne wissen, ob ihr mehr von diesen Videos haben wollt, wo ich mal ein bisschen länger über ein Thema rede oder irgendwie sowas in der Art. Würde mich sehr interessieren. Und deswegen sage ich, geht es jetzt los mit dem ersten Arc. Den Anfang macht der aktuelle Tee-Party-Arc mit Big Mom. Und das ist ein Arc, den ich so einschätze, dass er ein bisschen kürzer ist oder nicht so lange geht wie ein normaler Arc. Ich glaube, der wird so eine mittlere Länge haben. Also der wird nicht so lange gehen, aber der wird auch nicht so kurz sein. Und ja, in diesem Arc muss man schon sagen, da gibt es sehr viele Fragen, da sind sehr viele Sachen, die interessant sind. Zum Beispiel Sanji. Was ist mit Sanji? Sanji ist seit dem Timescape komplett raus. Er ist wirklich komplett raus, man kann das nicht anders sagen. Und mit dem Tee-Party-Arc, mit seiner Vergangenheit, mit den Windsmokes wurde jetzt gezeigt, dass Sanji nochmal eine Rolle bekommt. Klar, es ist natürlich wirklich glasklar, dass er noch eine Rolle bekommt, aber man sieht jetzt, dass er wirklich Fokus bekommt, dass man ihn zurückbringt und dass man seine Vergangenheit aufwühlt, um ihn nochmal vom Charakterlichen wiederzubringen. Und da freue ich mich auch sehr drauf, dass Sanji nochmal zurückkommt und sehr, sehr stark zurückkommt. Die Windsmokes sind auch sehr interessant. Ich frage mich immer noch, wie die Windsmokes jetzt in diesen Arc reingepackt werden, weil sie sind natürlich präsent, aber irgendwie auch nicht. Es geht irgendwie eher um Ruffy und Big Mom mit der Verbindung natürlich mit Sanji und nicht so sehr um die Windsmokes. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die Windsmokes jetzt schon in diesem Arc reinkommen werden oder nicht. Ich glaube, einen kurzen Auftritt werden die hinlegen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Geschichte mehr aufgewühlt wird um die Windsmokes, aber das muss man auch nochmal schauen, wie das dann geregelt wird. So, dann haben wir Jinbei, der dann wahrscheinlich beitreten wird nach so vielen Jahren. Mann, Leute, echt wirklich. Jinbei, der hat so lange gebraucht, um in die Crew zu kommen. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut, als wir das Kapitel bekommen haben, dass er wirklich jetzt zurückkommt, sage ich mal. Und wir sehen natürlich, dass er jetzt aktuell, wo ich das Video aufnehme, vor diesem Zahnrad steht und wir uns natürlich jetzt fragen, was wird er verlieren? Sein Leben, sein Arm, sein Bein. Und ich glaube, er wird seinen Arm verlieren, er wird geschwächt sein und dann in die Crew beitreten, um das Monster-Trio nicht anzugreifen. Also damit Jinbei halt nicht zu stark ist, weil Jinbei an sich ist natürlich sehr stark und so wäre er ein bisschen abgeschwächt. Und wir wissen natürlich, dass One Piece-Charaktere durch einen verlorenen Arm, ja, sehr, sehr üblich sind und auch abgeschwächt werden, aber nicht so stark abgeschwächt werden. Das Ding ist halt nur, wo man sich fragt, wird Jinbeis Schwimmfähigkeit dadurch eingeschränkt sein? Das ist dann das große Manko, aber ich glaube eher nicht. Je nachdem, es kann auch sein, dass er den Arm noch behält und Ruffy ihn rechtzeitig rettet oder irgendwie, dass er sich selber rausrettet, aber mal sehen. Auf jeden Fall wissen wir, nach dem Tee-Party-Arc wird Jinbei der Crew beitreten. Das ist nochmal für später wichtig. So, kommen wir zu der Thematik Big Mom. Wir haben gesehen, Big Mom ist ausgerastet, hat sogar ihren eigenen Sohn getötet. Und wir sehen, dass Big Mom so zwei Persönlichkeiten hat. Einmal die komplett durchgedreht und die andere ist ein bisschen netter, sage ich mal. Und jetzt stellt sich die Frage, wurde sie durch irgendwas vergiftet? Es gibt ja auch die Theorie, dass Caesar sie vergiftet hat, weswegen sie jetzt unbedingt immer Süßigkeiten haben möchte. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen würde. Also ist es halt so die Frage, ob Big Mom jetzt nochmal komplett so bleiben wird oder den Charakter ändern wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass Ruffy sich mit der normalen Big Mom, wenn man das so sagen kann, sich einigermaßen gut verstehen kann. Aber ich glaube, für diesen Arc wird es sowieso so sein, dass Big Mom erstmal eher düsterer oder böser bleibt und die beiden nochmal einen kleinen Showdown haben, denn das ist der nächste Punkt. Ich glaube, Ruffy wird einen kleinen Kampf haben gegen Big Mom, weil er muss ja auch die anderen ablenken, weil Pedro und Brook klauen momentan das Poneglyph und ich glaube, dieser Arc wird so sein, dass sie Sanji retten, dass alles ganz schnell geregelt wird und dass Ruffy, wie gesagt, diesen kleinen Kaiser-Showdown haben wird mit Big Mom, um einen Vorgeschmack auf die neuen Ereignisse in One Piece zu haben und deswegen glaube ich halt, dieser Kampf wird ganz gut stattfinden. Pedro kommt dann und sagt dann, ich habe das Poneglyph. Ruffy schnappt sich seine Crew, Sanji, Pedro, Brook und geht dann weg und zack, die sind alle weg. Big Mom wird dann irgendwie ausgetrickst. Das fände ich irgendwie sehr, sehr passend in dieser Hinsicht. Das wird auch nochmal später wichtig sein, wieso Big Mom jetzt hier weiterleben wird oder nicht gegen Ruffy kämpfen wird. Auf jeden Fall denke ich halt, dass sie dann die Kurve kratzen werden. Trotzdem stelle ich mir für diesen Arc vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu Brook vor, weil wir wissen oder wir haben ein bisschen gesehen, dass er vielleicht was mit dem Windsmoke zu tun haben könnte. Deswegen glaube ich, dass diese Verknüpfung da ist, die dann sehr, sehr interessant werden könnte und jetzt perfekt aufgelöst werden könnte. Also
kann man da was machen, muss man aber auch nicht. Dann ist noch die Frage, was ist mit Pudding? Pudding scheint wie ein Charakter, der nicht wirklich böse ist, also ist ja natürlich klar. Und Sanji und Pudding, die würden auch gut zusammenpassen. Es war auch sehr traurig zu sehen, wie Pudding darüber geredet hat, nicht mit Sanji zusammenzukommen oder zu heiraten. Deswegen mal sehen, ob Oda Pudding vielleicht eine Rolle gibt, die dann später wichtig sein wird, wodurch die beiden später heiraten oder so. Kann ich mir auch ebenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Und was ist mit Edward Weevil? Für die Leute, die es nicht wissen, Edward Weevil ist ja mit dieser Miss Bucking zusammen. Und diese Miss Bucking hat schon ein paar Ähnlichkeiten zu der Big Mom Crew und zu Big Mom an sich. Die Sonnenbrille, die Gier nach Geld, die Ringe, die hat Big Mom auch. Also die beiden scheinen so wie Verwandte, sogar Schwestern oder so. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das heißt dann halt, dass Weevil auch unter Big Mom wird. Und das würde heißen, dass Weevil vielleicht in diesem Arc schon vorkommen würde und dass Big Mom an sich vielleicht nicht so stark ist, sondern Weevil der Gegner von Ruffy sein wird und das dann der Kampf sein wird. Aber das ist eine Thematik, die man nicht mehr beleuchten kann, weil man nicht genau weiß, was denn genau mit Weevil los ist. Deswegen muss man da natürlich warten, was dann passieren wird. Ich werde dann noch weiter auf Weevil eingehen in einem anderen Arc. Also seid euch sicher, es kann hier schon passieren, aber es könnte auch vielleicht später passieren. So viel dazu. Ich glaube, nachdem sie geflüchtet sind, wird es dann schnell zu Wano Kuni gehen gegen Kaido. Diesen großen Arc, die Schlacht um Wano Kuni. Und ja, ich denke, der Auftakt wird so beginnen, dass Zoro und Law mit Hilfe von dem Schiff von Law, also das U-Boot, schon sich einschleichen können, weil es wurde auch gesagt, dass Wano Kuni sehr schwer zu erreichen ist. Und so könnte man perfekt eine Brücke schaffen, diesen ganzen Arc anzufangen. Weil ich finde persönlich, das wäre so ganz cool, das zu zeigen, dass die andere Gruppe auch was macht. Und seid euch sicher, das ist wirklich eine wahre Schlacht. Das ist ein würdiger Gegner, wo man auf jeden Fall einen All-Out-Kampf haben wird. Und es wird wahrscheinlich, glaube ich jedenfalls, das größte Ereignis der Strohhüte, also das größte interne Ereignis in One Piece, was die Strohhüte betrifft. Ich weiß, Enies Lobby war krass, aber ich glaube, diese Schlacht in Wano Kuni wird nochmal alles Dagewesene toppen, weil es ist nun mal sehr, sehr viel Potenzial da. Wir wissen natürlich, Nekomushi ist auch noch da, der gerade Marco sucht und ich glaube, Marco wird auch eintreffen und helfen. Und dann haben wir ja halt die Möglichkeit, die ganze Geschichte um Blackbeard gegen die Whitebeard-Bande aufzulösen, was damals wirklich passiert ist, wieso die Whitebeard-Bande verloren hat, was mit Marco ist, ob er seine Frucht noch hat oder nicht, ist ja auch noch eine sehr weit verbreitete Theorie, dass Marco seine Teufelsfrucht nicht mehr hat, wird nochmal seine Stärke Level auf jeden Fall senken, aber mal sehen, was da sein wird, halte ich auf jeden Fall sehr interessant. Wenn Marco auch da ist, halte ich es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Weevil da sein wird. Das ist nochmal sehr, sehr schwer, den da reinzuwerfen, weil der eigentlich prinzipiell nichts mit Kaido zu tun hat. Vielleicht kämpfen die sogar im Vorfeld, also Weevil und Marco. Also ich glaube, spätestens jetzt muss eigentlich irgendwas passieren zwischen den beiden, auch wenn es so kurz ist, aber ich glaube, Weevil muss dann mal irgendwann eingeführt werden, kann aber auch hier wieder komplett rausgelassen werden. So, welche Rolle werden Appo und Hawkins spielen? Wir wissen, Appo ist anscheinend bei Kaido, was mit Hawkins ist, weiß man noch nicht genau, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die beide unter ihnen sind. Und dann ist noch die Frage, was ist mit Kid? Er ist in der Zelle und ich glaube, Kid wird sich dann Ruffy anschließen, damit er halt ja wirklich kämpfen kann, dass er mithelfen kann und er möchte natürlich auch Kaido besiegen, er möchte Appo und Hawkins wahrscheinlich auch besiegen, falls es wirklich so sein sollte, dass Hawkins und Appo ihn verraten haben. Und was hätten wir dann, Leute? Richtig, wir hätten das alte Sabaody-Trio zurück, Ruffy, Law und Kid. Und das wäre ein Foreshadowing, was ich mega krass feiern würde, weil ich glaube, es wäre genauso aufgebaut. Wir haben schon gesehen, dass die Schlacht in Wano Kuni wahrscheinlich so ein Schlachtfeld sein wird. Im Opening hat man das gesehen, also das heißt nicht viel, aber das könnte man vielleicht ein bisschen berücksichtigen und dann würde ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie Ruffy, Law und Kid da stehen und dann kämpfen. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr krass einbeziehen würde, um einfach die neue Ära ein bisschen mehr einzuleiten. Was ist mit X-Drake? Das ist auch eine sehr, sehr große Frage, weil X-Drake ist auch bei Kaido und ich glaube, X-Drake ist ein Charakter, der auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Fokus bekommen wird und ein Kampf X-Drake versus Zoro würde ich mega krass abfeiern. Endlich mal ein Kampf für Zoro, wo er wirklich All-Out gehen kann. Klar gibt es noch Jack, gegen den er kämpfen kann, der auch wiederkehren wird. Dann gibt es noch die anderen Katastrophen, aber ich glaube, die werden wahrscheinlich unter den Strohhüten an sich verteilt. Deswegen wäre ein Kampf Zoro gegen X-Drake eigentlich perfekt, meiner Meinung nach. Also da kann man nochmal abwarten, was dann passieren wird, aber ich finde das mega, mega gut. Und was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, ich glaube, die Truppe, die bei Wano Kuni ist, wird dann angreifen und schon kämpfen und ich glaube, Ruffys Truppe wird dann im Nachhinein auftauchen und da kann Marco vielleicht auch schon da sein, damit man halt so ein richtiges Chaos darstellt, dass man sieht, dass alles passieren kann, keiner weiß, was abgeht, so ein richtiges Schlachtfeld halt, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und vielleicht kommt dann noch ein epischer Kampf des Monster-Trio gegen Kaido zustande, weil wir hatten lange keine Monster-Trio-Action mehr und das dann nochmal wirklich reinzuwerfen, fände ich dann auch ganz gut passend für diesen Arc. Dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, es gibt Charaktere, die von der Strohbande seit dem Timeskip mehr in den Vordergrund gerückt sind und weniger in den Vordergrund gerückt sind. Und ich finde, in diesem Arc sollten alle Mitglieder mal scheinen, weil ich fände das sehr, sehr cool. Es gibt so viele Gegner, es gibt so viel Potenzial, da kann man wirklich alle reinwerfen. Es gibt die Katastrophen, es gibt Jack, es gibt Kaido, es gibt X-Drake, es gibt Appo und Hawkins wahrscheinlich auch.
dann gibt es vielleicht nochmal einen Weeble oder einen ganz anderen Gegner. Deswegen kann man da eigentlich alles machen, was man möchte. Und das würde ich auf jeden Fall mega, mega feiern, wenn, wie gesagt, alle Strohmitglieder wirklich mal einen Auftritt bekommen. Besonders Usopp, den möchte ich auch mal sehen, wie er richtig abgeht, wie er mal in einer Schlacht glänzt als Krieger der See sozusagen. Dann gibt es auch noch Momonosuke, den wir auch noch haben. Und wir wissen natürlich, dass er so ein Typ ist, der gerade im Wandel ist. Sein Charakter verändert sich, er wird selbstbewusster und er ist gerade auch so, er bleibt auch auf so, aber er weiß natürlich, dass er sozusagen der König dieses Landes ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich sagt, nein, ich muss da jetzt hin, ich muss meinem Volk helfen. Und deswegen ist Momonosuke ein Charakter, der wahrscheinlich so gegen Ende dieses ganzen Kampfes auftreten wird und das Ganze nochmal drehen wird. Vielleicht nimmt er sogar so Nisha mit, womit er halt eine Kraft hat oder eine Waffe hat, womit er nochmal alles drehen kann. Und dann wird er halt zum wahren König von Wano Kuni. Das fände ich einfach perfekt, um diesen Charakter nochmal richtig einzubauen. Und dann gibt es natürlich auch Lore, der wahrscheinlich sein Leben geben wird, nach vielen Theorien, auch einer Theorie, die ich ganz, ganz früh gemacht habe, dass die Operationsfrucht, die Frucht oder die Kraft von Kaido aufhebt, weil die Operationsfrucht soll einen ja unsterblich machen. Vielleicht hat Kaido diese Kraft vom vorherigen Besitzer der Operationsfrucht und Lore benutzt seine Kraft, um die von Kaido ja zu negieren. Und das heißt halt, dass er sein Leben aufgibt für Ruffy, für seine Freunde, für seine Crew. Und das wäre das Ende von Lore, was ich mega, mega krass finden würde, was aber auch ein Schritt ist oder ein Move ist von Oda, den man wirklich sehr gut bedenken sollte, weil es kann sehr, sehr viel Hate nach sich ziehen und das könnte vielleicht schlecht für die Story sein. Also das ist ein Punkt, wo ich mir selber sehr, sehr unsicher bin, ob das schlau wäre, das zu machen oder ob das gut wäre, das zu machen. Was es auch noch gibt, ist der Einsatz der Flotte. Kommt sie zum ersten Mal zum Vorschein bei so einem wichtigen Arc, bei so einem wichtigen Krieg? Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so sein wird, dass die Flotte dann kommen wird. Es würde einfach passen, weil Kaido einfach so viele Gegner hat und Ruffy und seine Crew, die können das nicht alleine schaffen. Klar, wir haben noch die Minks und wir haben das Volk von Wano Kuni, aber das Volk von Wano Kuni ist aufgeteilt und die Minks sind jetzt nicht wirklich so viele Leute, deswegen wäre die Flotte vielleicht perfekt, jetzt einzuwerfen, aber ich würde jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass es so sein wird. So, nach diesem ganzen Kampf, wie es auch enden wird, ob Lore stirbt, ob er nicht stirbt, ob Ruffy ihn alleine besiegt oder nicht alleine besiegt, ich glaube, nach diesem Arc wird Kaido fallen und Ruffy wird zum Kaiser aufsteigen. Ich glaube, Kaido wird entweder so sterben, dass er halt einen ernsten Kampf hat, oder Kaidos Wunsch selber ist es zu sterben und er stirbt dann durch eigene Hand sozusagen. Also, dass Ruffy natürlich ihn fertig gemacht hat, einen Kampf mit ihm hatte, aber Kaido dann irgendwas macht, womit er dann selber stirbt oder irgendwie sowas in der Art, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie dem auch sei, ich glaube, Ruffy wird dann zum Kaiser aufsteigen, weil er schon so viel angestellt hat und in dieser Schlacht wahrscheinlich am meisten hervorstechen wird, weswegen die Regierung sagt, wir müssen die Identität dieses Typen ein bisschen verschleiern, deswegen wird er zum Kaiser, kein Steckbrief mehr und ja, wie gesagt, er steigt richtig auf in dieses Piratengame in die Throne Wars. Und wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, dann habt ihr gemerkt, dass Ruffy nun im Besitz von 3 Pornoglyphen ist. Das eine, was er auf Zoro gefunden hat, das andere, was er von Big Mom geklaut hat und das, was er jetzt von Kaido bekommen hat. Und das macht Ruffy zu der mächtigsten Person aktuell im One Piece Geschehen. Natürlich für die Leute, die Piratenkönig werden wollen und deswegen neigt sich das Ganze zum Ende zu, aber es wird noch ein bisschen weitergehen und deswegen werden wir jetzt auch in ein Übergangsarc gehen, wie wir das natürlich kennen, dass nach so viel Kampf und so, dass immer Informationskapitel kommen, wo wir ein bisschen erfahren, was los ist. Das ist halt ultra typisch für One Piece, dass man halt so einen Arc bekommt, wo ein bisschen gezeigt wird, was in der Welt noch so abgeht. Zum Beispiel, was ist mit den Revos, was ist mit dem Reverie, was ist mit der Weltregierung, was ist mit den Samurai, gibt es vielleicht neue Samurai, was ist mit den Kaiser, was machen die, zum Beispiel Big Mom, was macht sie jetzt, nachdem die das Pornoglyph abgeluchst bekommen hat oder nachdem sie von Ruffy verarscht worden ist, sie wird natürlich auch sauer sein. Was macht ein Shanks, kommt der jetzt endlich zum Vorschein und was macht ein Blackbeard, der so machthungrig ist? Und ja, wie gesagt, dann denke ich halt, dass dieses ganze Zeug passieren wird. So, dann kommen wir zu einem sehr, sehr großen Ereignis. Denn, wie wir es von One Piece kennen, wird manchmal sowas eingeworfen wie auf der anderen Seite von One Piece passiert das und das. Und genau das wird jetzt auch passieren, denn ich denke, die ganzen Leute, die gekämpft haben, werden jetzt erstmal sich ein bisschen ausruhen. Dann kommt dieser Übergangsarc, wie eben schon erwähnt. Und dann kommt es dazu, dass wir den Arc haben, die Kaiserschlacht. Und diese Kaiserschlacht wird bestritten von Shanks und Blackbeard. Und das wird eine Schlacht sein, wo man wirklich sieht, was beide Charaktere können und wo man wirklich dieses volle Ausmaß bekommt, was denn wirklich ein Kaiser ist, was es heißt, ein Kaiser zu sein und was es heißt, wenn zwei von denen aufeinandertreffen. Das ist ja auch so gewesen wie bei Ace gegen Blackbeard, da wurde auch gesagt, auf der anderen Seite von One Piece, deswegen passt das meiner Meinung nach ganz gut, hier nochmal reinzuwerfen. Und wir wissen natürlich, Blackbeard ist auf dem Weg nach immer größerer Macht und ich glaube, Blackbeard hat auch mitbekommen, was mit Ruffy ist, aber wie ich Blackbeard kenne, wird er sich das mit Ruffy ein bisschen aufspannen, weil er ihn vielleicht ein bisschen unterschätzt und deswegen geht er zu Shanks, vielleicht hat er mittlerweile auch schon gecheckt, dass man diese Pornoglyphe braucht und deswegen denkt er, dass Shanks ein Pornoglyph hat, weil Shanks
Shanks natürlich damals bei Roger war, oder er denkt halt allgemein, dass Shanks weiß, wo das One Piece ist. Und endlich sehen wir mal dann einen Arc, wo wirklich diese Kraft von Shanks enthüllt wird. Ich meine, stellt euch das mal vor, wir haben jetzt das Kapitel 832, diese Arcs, die ich eben gesagt habe, die werden mindestens bis, lass mich nicht lügen, 920 gehen ungefähr, und dann ist es nicht mehr weit weg bis 1000. Und ich glaube, nach über 900 Kapiteln muss man mal sehen, was denn Shanks wahre Kraft ist. Und mit diesem Arc hätte man einfach die Möglichkeit zu zeigen, was Shanks Kraft ist und wie er seine Narbe bekommen hat, denn Shanks und Blackbeard sind endlich mal zusammengetroffen, und deswegen könnte man perfekt da den Flashback einbauen. Es wäre außerdem ein Kampf, der in die Geschichte eingehen würde, und ich glaube, das wäre auch ein Kampf, der sehr, sehr lange gehen wird. Wir hatten ja auch ein Foreshadowing auf Marineford, als Shanks eingetroffen ist, hat man gesehen, dass die Blackbeard Crew und die Shanks Crew perfekt gegenübergestellt worden ist, und ich glaube, sowas macht man nicht umsonst. Ich glaube, sowas heißt wirklich sowas wie von wegen, später wird es doch mal so eine Auseinandersetzung geben, und das ist wohl das heftigste Ereignis in der ganzen One Piece Geschichte. Dieser Kampf wird wirklich alles bisher dagewesene toppen. Und ich glaube, Shanks wird dann fallen. Leute, ich weiß, ihr sagt, Shanks ist krass. Ich weiß, ihr sagt, Shanks muss Ruffy treffen und so weiter und so fort. Aber in dieser One Piece Welt geht es um Schmerz. In dieser One Piece Welt passieren Sachen, die wirklich sehr, sehr krass sind, die man nicht erwarten würde. Und deswegen glaube ich, dass Shanks gegen Blackbeard fallen wird. Nicht unbedingt, weil er stärker ist oder so, obwohl man sagen muss, dass Blackbeard verdammt stark ist. Aber ich glaube, Blackbeard hat einen perfekten Plan, um Shanks fertig zu machen. Und deswegen wird Shanks fallen, und er wird wahrscheinlich fallen. Und seine letzten Worte werden sowas sein von wegen, nun liegt es wohl an dir, Ruffy. Irgendwie sowas Episches, womit man nochmal so ein bisschen Hoffnung bekommt, womit man ein bisschen denkt, okay, Shanks, du bist jetzt weg, aber Ruffy, es liegt nur an dir, also dass man als Zuschauer selber richtig davon angetan ist. Vielleicht ist es sogar eine Nachricht, die er aufschreibt oder so, oder vielleicht hat er schon eine Nachricht aufgeschrieben, falls das passieren sollte, und diese Nachricht kommt dann später an Ruffy, womit er halt so ein bisschen getröstet wird. Und sobald diese Nachricht wirklich in die ganze Welt hinausgeht, dass Shanks gestürzt worden ist und dass dieser Kaiserposten frei ist, wird es so sein, dass natürlich die ganze neue Generation richtig heiß wird und lossegelt. Vielleicht löst das sogar noch eine Welle von Piraten aus, und ich glaube, irgendjemand muss zu Ruffy kommen, um mit zu reden, sei es Rayleigh, der ihm vielleicht ein paar Worte zusagt, oder seine Crew, die ihm dann hilft. Ich fände es auch gut, wenn die ganze Crew ihn mal wirklich aufbauen würde, oder wenn es wirklich so sein würde, dass ein Buggy vielleicht ihn aufbaut, dass er sagt, Shanks hätte nicht gewollt, dass du so trauerst oder so, dass man vielleicht zwischen Buggy und Ruffy noch so ein Bündnis baut oder das Bündnis verstärkt. Fände ich mega gut, dass man halt irgendeinen neuen Charakter wie Buggy halt einwirft, damit man halt sieht, dass die beiden doch was füreinander übrig haben, weil Buggy und Ruffy werden sowieso nochmal aufeinandertreffen, deswegen könnte man das zeitgleich vielleicht machen, dass in dem Arc, wo Shanks gegen Blackbeard kämpft, dass Ruffy auch gegen Buggy kämpft und die beide dann diese Nachricht bekommen, weil sie den Kampf friedlich gelöst haben und dann nachher getrunken haben. Das ist natürlich für Buggy sehr üblich, also so ein Arc, wo die beiden sich verstehen, Ruffy und Buggy. Deswegen würde das ganz gut passen, finde ich jedenfalls. Wie gesagt, abgesehen davon wird dann das neue Zeitalter beginnen. Das ist auch der neue Arc, der Beginn des neuen Zeitalters, der neuen Generation, und das wird wirklich sehr, sehr krass eingeleitet, und zwar mit dem Chaos-Arc, wie ich gerne sagen würde. Denn wie gesagt, der Fall eines Kaisers, so wie Shanks, durch einen anderen Kaiser, lässt natürlich sehr viel Erschütterung auf die Welt los, und davor ist natürlich Kaido noch gefallen, und das heißt, dass die Welt komplett im Notstand ist, sage ich mal. Ist zwar ein bisschen hart ausgedrückt, aber ungefähr so würde ich sagen. Und dann kommt der sozusagen eine Chaos-Arc, und in diesem Chaos-Arc kann alles passieren, wirklich alles kann passieren. Ich weiß, alles ist hier auf Vermutung aufgebaut, aber bei diesem Chaos-Arc ist es noch ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, es wird halt so ein Arc kommen, wo man halt sieht, dass wirklich alles außer Rand und Band ist, dass wirklich alles ausrastet, und deswegen wäre es auch schlau, einen Enel wiederzubringen, der mit Coverpages so ein bisschen am Leben erhalten worden ist und dann mal sein Comeback startet, weil, wie gesagt, Enel wird auf jeden Fall zurückkehren. Vielleicht bekommt Buggy auch mehr Macht, dass man ein bisschen mehr sich auf Buggy fokussiert. In One Piece wird sowieso sein, dass es später mehr um andere Charaktere gehen wird. Es wird immer natürlich die Strohbande sein, aber später werden andere Charaktere auch ein bisschen Fokus bekommen, und ich glaube, dieser Chaos-Hack ist perfekt für Kid, denn ich glaube, Kid wird dann seine Rache an Big Mom nehmen, weil ich glaube, er hat zweimal gegen Kaiser verloren, und jetzt wird es mal Zeit, dass er wirklich sich packt und wirklich jetzt ein anderer Mensch wird, dass er noch krasser wird, und es wird auch, glaube ich, passieren, indem er halt sich zuerst an Big Mom rächt sozusagen, und damit wird er dann wahrscheinlich zum Kaiser aufsteigen, weil er hat natürlich bei der Schlacht von Wano Kuni mitgemacht, die jetzt noch bei Big Mom, und deswegen ist er auf jeden Fall qualifiziert dafür. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir sehr, sehr viele Tote sehen werden, einfach nur um zu zeigen, dass es jetzt wirklich sehr, sehr ernst sein wird. Der neue Admiral Green Bull wird dann wahrscheinlich auch eingeleitet, kann ich mir perfekt vorstellen, in dieser Thematik. Ja, Kobi wird dann vielleicht auch ein bisschen im Rang aufsteigen, dass man halt ein bisschen sieht, dass er auch an Ruffy anknüpft, weil Ruffy jetzt Kaiser geworden ist. Jetzt möchte er auch ein bisschen weiter nach oben kommen. Würde dann auch von der Thematik her perfekt passen. Und wir kriegen natürlich sehr, sehr viele Informationen auf einmal. So, und dann kommen wir zum Supernova-Arc, der Super-Rookie-Arc, der jetzt wahrscheinlich perfekt passt, weil diese neue Generation ist da, die Alten sind fast alle weg, und jetzt ist es einfach Zeit, dass die neuen Leute, wie gesagt, so in die Startlöcher gehen. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht mit Kid angefangen hat oder mit Kid anfangen wird, dass er jetzt zum Kaiser wird, dass er Big Mom passiert. Das kann entweder im Arc davor oder jetzt in dem Arc passieren, ist jetzt von der Thematik her egal.
Dann ist die Frage, gibt es vielleicht neue Rookies? Weil, wie gesagt, die neue Generation wird wahrscheinlich dann losstechen und vielleicht kommen dann neue Piraten, die wir noch nicht kennen, dazu. Fände ich auch wirklich sehr, sehr cool. Und jeder Rookie wird dann nochmal gezeigt. Wir sehen vielleicht Capone, der aufsteigt, weil Capone ist ja auch eine Thematik, Mann. Der wird auch nochmal sehr weit nach oben gehen. Und vielleicht schließt sich sogar jemand Ruffy an, also Bonnie zum Beispiel, Rouge zum Beispiel, die noch keinen Anker haben in dieser neuen Welt, wie es aussieht. Und die können vielleicht dann sich Ruffy anschließen als Verbündete oder so. Und ich glaube dann wirklich, dass es so ist, dass Kid oder Capone den Platz von Big Mom einnehmen. Und der andere Platz, der durch Shanks frei geworden ist, auch von einem von den beiden eingenommen wird. Das heißt, beide von denen werden Kaiser und Ruffy hat ja den Platz von Kaido. Dann haben wir halt die Konstellation Ruffy Kaiser, Blackbeard Kaiser, Kid Kaiser und Capone Kaiser. Und das ist wirklich mega krass, wenn ich das mal vor Augen hätte, dass halt in so einer kurzen Zeit drei neue Kaiser aufgestiegen sind. Ist, wie gesagt, ist noch die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob Big Mom wirklich so schnell fertig sein wird, weil ich am Anfang gesagt habe, dass sie da wahrscheinlich nach dem Tea-Party Arc noch eine Rolle spielen wird. Mal sehen, ob da noch wirklich was kommt oder nicht. Ist dann halt ein bisschen kritisch, je nachdem, wie Oda Big Mom sieht. Und nach so einer langen Zeit, nach so vielen, was passiert ist, nach so viel Schmerz, nach so viel Freude und vielleicht auch einen kleinen Timeskip, der dann in der Zeit vielleicht hätte stattfinden können, wird es Zeit, den nächsten Arc einzuleiten. Die Kaiserschlacht 2 sozusagen. Ruffy gegen Blackbeard. Die beiden mit den Poneglyphen, die wahrscheinlich kämpfen werden, um halt eine Schlacht zu führen und der Gewinner wird dann halt alles bekommen. Ruhm, Reichtum, Macht, das One Piece, das auf Rafter liegt, wird dann von einem von den beiden erobert. Und wie gesagt, Blackbeard wird da wahrscheinlich ein Poneglyph haben, das er durch Shanks bekommen hat, falls Shanks eins haben sollte. Und Ruffy hat ja die restlichen drei. Das heißt halt, es ist halt ein Kampf, der um alles geht. Ich kann mir ein Gear 5 vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass alle Strohhüte nochmal komplett aus sich herausgehen, dass alle am Bluten sind, dass es eine richtig heftige Schlacht sein wird, dass die Flotte nicht dabei sein wird von Ruffy, sondern dass es ein 1 gegen 1 der Crews ist. Vielleicht kommt Marco auch in Ruffys Crew, womit er dann auch wahrscheinlich wieder seine Rache bekommen könnte. Und es wird locker der beste Kampf in der ganzen Geschichte der Fighting Show. Und ich glaube, nichts wird diesen Kampf toppen, weil das wird einfach alles in den Schatten stellen. Nach so langem Warten, nach so vielen Vorstellungen, nach so viel, was passiert ist, so einen Kampf zu schaffen, wäre einfach mega heftig und würde einfach wahrscheinlich uns alle wirklich komplett ins All schicken. Also ich glaube, jeder One Piece Fan würde komplett ausrasten. Dann kommt wahrscheinlich noch ein Zoro vs. Shiryu zustande. Wahrscheinlich hat Shiryu dann Mihawk getötet, ist ja auch eine Theorie, dass Mihawk halt von Shiryu getötet worden ist, weil Shiryu die Frucht hat, die Diamantenfrucht, womit er halt stärker ist als Mihawk, und Zoro wird dann die Diamanten brechen, so wie das Mr. One damals gesagt hat. Er hat ja gesagt, was willst du als nächstes zerschneiden? Diamanten, und das wäre dann das perfekte Foreshadowing, aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einen Hinweis zum D bekommt, weil dieses Setting passt perfekt. Blackbeard, Ruffy, es geht um das One Piece, es ist einfach perfekt, einen Hinweis zum D jetzt schon einzubauen. Vielleicht weiß Blackbeard auch mehr, weil Blackbeard hat so viele Geheimnisse an sich und deswegen könnte man sich das ganz gut vorstellen, dass Blackbeard da das ein oder andere ausplaudert, weil Blackbeard ja selber denkt, dass er so oder so gewinnt, deswegen denkt er, wenn ich jetzt was Ruffy erzähle, ist es auch egal, ich werde ihn besiegen. Ruffy wird dann als Sieger hervorgehen, vielleicht hat er sogar eine Narbe aus diesem Kampf, vielleicht eine Verletzung oder irgendwie sowas, wäre richtig heftig, würde diesem Ganzen nochmal eine Ernsthaftigkeit verleihen, was sehr, sehr gut wäre für diesen ganzen Arc an sich. Und Ruffy legt dann vielleicht seinen Strohhut für kurze Zeit auf das Todesgrab von Shanks und nimmt ihn dann später an sich, aber das ist auch nochmal was, was sehr, sehr schwammig ist, also das muss man vielleicht nicht so näher betrachten oder näher reinpacken. Und ja, Ruffy findet das One Piece und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment, der natürlich von Trauer auch geprägt ist durch Shanks und ich glaube deswegen wird Rayleigh, die Crew oder Buggy vielleicht irgendwas noch zu Ruffy sagen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, dass halt Ruffy irgendwie aufgebaut wird und dass er vielleicht einen Brief liest von Shanks, der vor seinem Tod entstanden ist oder so, zum Beispiel sowas von wegen, ich habe einen Jungen im East Blue entdeckt, den ich so und so finde, also irgendwas, was ihn aufbaut, würde mich da sehr, sehr freuen, wenn Shanks sowas hinterlassen würde oder wenn Buggy, Rayleigh oder die Crew, wie gesagt, eine Aufbaurede für Ruffy halten. Irgendwie sowas, dass man halt diesen Moment des One Piece genießen kann. Und ja, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr magischer Moment sein für jeden One Piece-Fan, das zu sehen, dass Ruffy endlich dieses One Piece findet nach wahrscheinlich 1000 Kapiteln. Also es wird wirklich mega krass sein. Also ich glaube, jeder wird von uns da richtig krasse Gänsehaut haben. Die alte Geschichte wird endlich enthüllt. Wir checken endlich nach so langen Jahren, nach so vielen Jahren, was wirklich passiert ist damals, warum das Ganze so passiert ist und warum Roger so und so gehandelt hat. Vielleicht ist der Wille des D auch eine Art Waffe. Mal sehen, was daraus noch wird. Endlich auch erfahren, was hinter diesem geheimnisvollen D steckt. Vielleicht ist da sogar eine antike Waffe, die benutzt werden kann, die Ruffy dann für den Krieg benutzen wird. Vielleicht gibt es ein Schwert, was Zoro benutzt kann. Vielleicht gibt es ein Upgrade für das Schiff. Das wäre einfach alles mega krass. Also das One Piece, was es an sich ist, ist halt das größte Geheimnis und es wird endlich gelüftet. Deswegen hat auch jeder One Piece-Fan, denke ich mal, Gänsehaut. Wie dem auch sei, durch diese Informationen, was damals passiert ist und diese ganze alte Geschichte, kann vielleicht der Auslöser dafür sein, dass Ruffy endlich gegen die Weltregierung kämpfen möchte. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Strohbande, so wie die Roger-Bande, erstmal verschwindet von der Bildfläche für ein paar Jahre vielleicht oder so und dann zurückkehrt und sich dann alles wirklich Schlag auf Schlag abspielt, dass man wirklich jetzt richtig loslegt.
Ruffy möchte auch die Weltregierung wahrscheinlich angreifen, um den besagten Willen des D, wie gesagt, zu erfüllen, wie es heißen soll, nach vielen Theorien. Aber er wird wahrscheinlich sich selber im Klaren sein, dass seine ganzen Freunde vielleicht nicht reichen. Und das wird vielleicht der Punkt sein, wo er vielleicht endlich mal ein Treffen mit seinem Vater haben wird, um diese ganze Allianz mit den Rebus zu schließen. Fände ich einfach unglaublich überwältigend, wenn Ruffy und Dragon Vater und Sohn da stehen würden und die Weltregierung angreifen würden. Und vielleicht ist die alte Generation noch ein Anschluss, das habe ich auch mal in der Theorie erwähnt, dass halt die alte Generation hingerichtet werden soll. Das heißt halt, dass Rayleigh, Krokus, Scoppa Gabban, den Ruffy auch noch treffen wird, wahrscheinlich mit ihm trainieren wird, die alle sollen hingerichtet werden und auch viele mehr. Und das wird wahrscheinlich der Anschluss sein, warum Ruffy dahin möchte, um das Ganze zu verhindern. Eine Hinrichtung von Sabo wäre natürlich auch möglich, aber eher unwahrscheinlich, weil es halt einfach Copy-Paste wäre mit Ace. Fände ich dann doch ein bisschen schade, wenn man das so machen würde. Eine Hinrichtung von Dragon halte ich vielleicht nicht so unwahrscheinlich. Vielleicht hat er sich ja schon im Vorfeld mit Dragon getroffen, mit ihm geredet. Das würde dann Sinn ergeben, wieso er dann alles tun würde, um seinen Vater zu retten. Aber auch da denke ich, dass es ein bisschen unwahrscheinlicher ist. Das wäre halt so ein Krieg, wo ich wirklich mir auch vorstellen würde, dass Ruffy und Sabo Seite an Seite kämpfen werden. Sollte es dann so sein, dass wirklich die alte Generation hingerichtet werden soll oder wer auch immer und die dann in Impel Down landen, wird es natürlich Zeit, dass Ruffy nach Impel Down geht, um halt, wie gesagt, diejenigen rauszuholen. Und das wird nicht diesmal so sein wie bei Marineford und Impel Down, dass Impel Down so lange dauert. Diesmal wird es so sein, dass Impel Down allerhöchstens 8 Kapitel gehen wird, weil Ruffy wird mit seiner gesamten Flotte dahin gehen und Impel Down komplett zerstören, damit man halt sieht, wie weit er gewachsen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ruffy einfach alles kaputt macht, was da ist und wirklich zeigt, dass er der wahre Piratenkönig ist, der er dann ja zu dieser Zeit auch wirklich ist, auch wenn er es wahrscheinlich selber noch nicht so wirklich realisiert hat, weil alles Schlag auf Schlag kommt. Und das letzte Strohhut-Mitglied der Bande kommt dann wirklich dazu. Wer weiß, wer noch dazwischen dazukommen wird. Jinbei auf jeden Fall, aber danach ist es halt offen, wer noch kommen wird. Denn Bon Clay oder Mr. Two wird jetzt endlich der Crew beitreten. Er hat zu viel für Ruffy getan und ich glaube, dass Ruffy ihn dann wirklich fragen will, ob er wirklich beitreten wird. Auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, denke ich schon, dass es dazu kommen wird. Und es passt auch Bon Clay überhaupt in die Crew reinzuholen, aber nur für eine kurze Zeit, weil One Piece sich ja dem Ende zuneigt. Also ich finde, das würde von der Thematik her sehr, sehr gut passen. Trotz dessen kann es wirklich so sein, dass Ruffy zu spät kommt und die ganzen Leute, die hingerichtet werden sollen, wirklich nach Marineford zurückgebracht werden. One Piece wiederholt sich in gewisser Weise immer wieder, deswegen könnte man das vielleicht nochmal einwerfen. Und dann kommen wir zu der letzten großen entscheidenden Schlacht auf Marineford. Und das ist eine Schlacht, die es wirklich in sich hat, weil ihr müsst mal den ganzen Verlauf von One Piece in euren Kopf ballern. Denkt einfach mal drüber nach. Die Strohbande, die Strohflotte, die Rebus, Alabasta, Shandia und die Skype-Bewohner, Water 7 Galera, Riesenvolk, also die Riesen an sich, die Minks, die Super-Rookies, die wahrscheinlich auch noch mit involviert sein werden, die alte Whitebeard-Bande, die alte Generation, die Fischmenschen, Dressrosa-Bewohner und noch viele, viele mehr und noch die, die dazukommen werden auf der weiteren Reise von Ruffy, werden alle hinter ihm stehen und ihm alle helfen. Und das ist wirklich eine Armee, die es einfach unglaublich in sich hat. Wer weiß, vielleicht kommt zum Beispiel noch so ein Moria dazu, der an sich wirklich sehr, sehr stark ist. Vielleicht wird ein Caesar auch nochmal Teil der Crew sein, der auch wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat. Aber die Gegner, wie gesagt, sind sehr, sehr stark und nicht zu unterschätzen, denn wir haben die Weltregierung, die Marine, die an sich schon verdammt stark ist, die Vegapunk-Erfindungen, sowie die Pazifistas, wer weiß, was er noch alles erfinden wird. Die Samurai der Meere, die man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, die auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sehr stark sein werden und vollzählig sein werden. Die CP0 Impel Down Angestellte zum Beispiel, so wie Magellan oder so, vielleicht auch Spezialeinheiten. Glaubt mir, das klingt halt wirklich sehr, sehr wenig, aber das ist einfach mega krass, was sie davon aufgebaut haben. Und denkt dran, die Pazifistas werden mega krass sein zu diesem Zeitpunkt. Dann denkt man sich auch sofort, wird ein Luki gegen Ruffy wieder stattfinden? Und ich glaube einfach, dass es diesmal nicht so sein wird, sondern dass Sabo dazwischen gehen wird und dass es dann Sabo gegen Luki sein wird. Vielleicht für eine kurze Zeit, vielleicht wird Luki auch einen komplett neuen Gegner bekommen oder einen komplett anderen Gegner bekommen. Was macht Garp diesmal? Die große Frage, was wird Garp diesmal diesen Krieg unternehmen? Weil dieser Krieg ist nochmal etwas, was Marineford komplett in den Schatten stellt, deswegen ist die Rolle von Garp natürlich sehr wichtig. Dragon, sein Sohn und Ruffy, sein Enkel sind beide da, deswegen muss es eigentlich so sein, dass er mal die Seiten wechselt oder irgendwas macht, also irgendein Move von ihnen kann ich mir sehr gut vorstellen, was keiner erwarten würde. Wird Akaino gegen Ruffy kämpfen, wer weiß, vielleicht werden die Whitebeard-Piraten auch nochmal ihre Rache an Akaino nehmen, vielleicht wird Sabo noch was gegen Akaino machen, um halt seine Rache auch in gewisser Weise zu bekommen. Vielleicht gibt es auch einen Kusan, der mittlerweile bei den Rebus ist und dann ein Rematch gegen Akaino haben möchte und dann sehen wir halt, was damals passiert ist mit so kleinen Flashbacks zwischen dem Kampf von Kusan und Akainu. Buggy ist natürlich auch Samurai der Meere, aber er wird wahrscheinlich für Ruffy kämpfen, denn ich glaube, die haben im Vorfeld schon Frieden geschlossen, das heißt, er wird auf der Seite von Ruffy stehen und nochmal die Marine ein bisschen austricksen, genauso wie Boa Hancock, die dann auch wahrscheinlich auf Ruffys Seite stehen wird, das heißt wahrscheinlich, es ist eigentlich klar, dass Boa Hancock dann auf der Seite von Ruffy sein wird. So, kommen wir zu Weevil zu sprechen, den ich wirklich schon die ganze Zeit anspreche. Ich habe den jetzt lange Zeit rausgelassen, aber
was ist, wenn Weeble wirklich überlebte bis zu diesem Krieg, dann hätten wir einfach einen Whitebeard, der diesmal nicht auf der Seite der Piraten wäre, sondern auf der Seite der Marine. Und das fände ich von Oda einfach nur genial gelöst, wenn er das so machen würde, weil Weeble darf man nicht unterschätzen. Der Typ hat einfach die ultimative Power und denen auf die Seite der Marine zu stellen, fände ich mega heftig. Wer weiß, wer die neuen Samurai der Meere sind, vielleicht sind die skrupellos und gefährlich. Das kann ja natürlich auch sein, dass man halt solche Leute hat, die wirklich gegen Ruffy und Co. kämpfen werden mit allem, was sie haben. Wer weiß, was mit Shiki ist. Ich denke, wenn die alte Generation hingerichtet werden soll, wird er safe auftauchen, weil er natürlich auch was damit zu tun hat. Und einfach ein Auftritt von Shiki halte ich für sehr wahrscheinlich, weil er ein sehr wichtiges Mitglied der One Piece Welt von damals gewesen ist. Dass Usopp für Ruffy stirbt in diesem Krieg, halte ich auch für wahrscheinlich, auch wenn ich selber nicht möchte, weil das würde Usopp zu diesem Krieger der See machen, zu diesem mutigen Krieger der See machen. Das würde ihn wahrscheinlich eine Statue einbringen. Das würde ihn so einen Status einbringen, der einfach mega heftig wäre. Also es würde zu Usopp passen, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel wäre für Ruffy. Deswegen glaube ich, dass Usopp auf jeden Fall was Krasses machen wird, aber ob das jetzt wirklich sein Tod sein wird, ist dann auch nochmal die Sache. Dann kommt die alte Marineford Gang vielleicht zusammen. Hoffentlich wisst ihr noch Bescheid, nämlich Crocodile, Ivankov, Jinbei, Bon Clay und Inazuma könnten dann vielleicht zurückkehren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal vergessen habe, aber ihr wisst, glaube ich, welche Crew ich meine. Wäre auch doch mal wirklich sehr cool, das zu machen, weil es einfach so ein bisschen, ja, doch schon nostalgisch wäre. Ruffy vor den drei Admirälen finde ich auch nochmal sehr geil als Parallele zu dem alten Marineford, weil Ruffy damals zwar mutig war, vor denen zu stehen, aber nicht die Kraft hat. Und diesmal hat er die Kraft, hat er den Status und das finde ich dann einfach cool, das so zu machen, dass er vor ihnen steht und dann vielleicht Sanji und Zoro auch noch dazu kommen und dann wir so einen Kampf bekommen, fände ich mega heftig. Wer weiß, vielleicht ist sogar ein junger Pirat, der sehr, sehr stark ist auf der Seite von Ruffy, einfach mal um zu zeigen, dass die Rollen getauscht sind. Denn damals war es so, dass Whitebeard dieser große Pirat war und Ruffy dieser kleine Frischling war. Und diesmal ist es so, dass Ruffy dieser große, bekannte Pirat ist und dieser Frischling halt so in Ruffys Rolle damals steckt. Und das fände ich einfach wirklich passend und das würde uns einfach mal als One Piece Fans zeigen, wie weit Ruffy gewachsen ist in dieser ganzen Zeit. Wer weiß, die antiken Waffen sind vielleicht auf beiden Seiten, beide haben wirklich Druckmittel und beide werden dieses ganze Feld zu einem Schlachtfeld machen und die fünf Weisen kommen auch nochmal zum Vorschein und werden den Kampf wahrscheinlich beginnen, wie ich denke. Und was wird wohl die Rolle der Rookies sein? Ich bin natürlich ein Fan davon, dass die Rookies sehr wichtig sein werden. Sieht man auch manchmal daran, was Oda mit den Rookies macht, dass Oda sie wirklich sehr krass highlightet. Und ich denke, es wäre einfach mega krass zu zeigen, dass Ruffy, Kid, Zoro, Capone und X-Drake einen epischen Kampf gegen die fünf Weisen haben, weil das sind also die Rookies, die am wichtigsten sind, sage ich mal. Die meisten Rookies sind wahrscheinlich schon ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und die dann wirklich da reinzupacken, fände ich dann wirklich sehr cool, weil das auch passen würde. Fünf Rookies gegen fünf Gorosei und Kobi wird wahrscheinlich auch eine große Rolle der Marine darstellen, aber wie dem auch sei, Ruffy wird diesen Krieg beenden und wird wahrscheinlich ja, wirklich die ganze Marine verändern und das ganze Piratendasein verändern und er wird wahrscheinlich das Ganze nicht ohne Verluste durchstehen, so wie die Marine wird es auch nicht ohne Verluste durchstehen. Wer weiß, wer da noch sterben wird, also das wird auch mega, mega heftig sein, wer von denen sterben könnte. Dann kommen wir zum letzten Post-War-Arc, wo wirklich alles abgeschlossen wird. Ich denke, Ruffy wird seinen Strohhut von Shanks an seinen Sohn im Windmühlendorf weitergeben, um ein offenes Ende dazu, dass der Sohn von Shanks halt auch in See stechen wird. Kobi wird nach diesem Krieg Admiral werden, weil er natürlich solche Leistungen vollbracht hat in dem ganzen Krieg. Wahrscheinlich wird Akainu zurücktreten oder er wird sterben, sowas in der Art, dann könnte natürlich ein Platz frei werden. Irgendwie sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das gleiche gilt auch für Smoker, der wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt vom Krieg Admiral geworden ist, weil vielleicht einer der Admiräle vorher schon besiegt worden ist und deswegen wird er dann zum Flottenadmiral aufsteigen. Kizaru wird wahrscheinlich Admiral bleiben, weil er ist so die Person wirklich, die immer neutral bleibt, die immer diesen Job machen wird, ohne irgendwie zurückzutreten oder so. Ich glaube nicht, dass er so eine krasse Geschichte bekommen wird und deswegen denke ich einfach, dass er immer noch Admiral bleiben wird. Und das wird natürlich einen Umschwung der Marine hervorleiten, der Smoker, der jetzt an der Macht ist, bei der Marine sozusagen, der am meisten wahrscheinlich von Sapphire geprägt worden ist, wird dann alles in die richtige Richtung leiten. Wie dem auch sei, trotzdem wird es so sein, dass die ganze neue Generation die Segel setzen wird und ja, was wird wohl passieren? Wird Ruffy vielleicht was Ähnliches zurücklassen, wodurch das Feuer der jungen Piraten vielleicht wieder entfacht wird? Kommen wir auch nochmal zu den Zielen der Strohbande, denn Ruffy ist wahrscheinlich schon Piratenkönig bei dem Krieg, vielleicht auch erst nach dem Krieg, je nachdem, wie er das selber interpretieren möchte. Zoro wird wahrscheinlich erst nach dem Krieg der beste Schwertkämpfer sein oder während der zweiten Kaiserschlacht gegen Blackbeard, nachdem er Shiryu besiegt. Wer weiß, ob dann noch ein Schwertkämpfer sein wird bei den Gorosei oder so. Wahrscheinlich könnte er dann so erst dann der beste Schwertkämpfer sein. Usopp wird nach dem großen Krieg locker ein mutiger Krieger sein, weil, wie gesagt, ich glaube, Usopp wird eine Aktion machen, die sehr, sehr viel verändern wird und die auch jeder bei dem Krieg sehen wird. Nami wird ihre Weltkarte zeichnen, vielleicht mit der Hilfe von dem, was sie beim One Piece gesehen hat oder vielleicht irgendwie
nach dem Krieg halt, wenn sie genug Zeit hat, irgendwie sowas. Auch vielleicht während der Zeit, während die Strohbande verschwindet. Vielleicht wird Sanji den All Blue finden, nach der Theorie her, dass natürlich die Red Band zerstört werden soll und dann natürlich diese ganzen Blues zusammenfließt, wodurch dieser All Blue entsteht. Robin hat ja schon alles über die alte Geschichte erfahren und wird die letzten Puzzleteile wahrscheinlich von den Kolossai erfahren, womit sie dann alles weiß, was sie möchte. Frankie wird sein Schiff wahrscheinlich nochmal updaten durch die Sachen, die er beim One Piece findet, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Brook wird dann am Ende der Reise auf Laboon treffen und die restlichen Träume sind natürlich unbekannt, wobei man sagen kann, Jimbe möchte wahrscheinlich Gerechtigkeit für die Fischmenschen, die damit auch sowieso erlangt ist, wenn Ruffy den Krieg gewinnt. Und dann kommt halt der Cliffhanger und wir werden halt sehen, wie die Strohhüte auseinandergehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass man halt sieht, dass Ruffy gegen Kobi kämpfen wird, so am Ende so ein kleiner Cliffhanger so, dass man halt sieht, dass Shanks der Sohn in den See stecht, dass Zoro sein Dojo hat, Sanji wird sein Restaurant gründen, Nami wird wahrscheinlich zurück in ihr Dorf gehen und dann das ganze Dorf mit ihrem Geld beschenken, sag ich mal, dass sie endlich mal ein reiches Dorf sind oder sowas in der Art. Usopp wird dann Kaya heiraten und da sich ein ruhiges Leben machen. Chopper wird die Welt bereisen und die ganzen Leute heilen, die da sind und wahrscheinlich wird er wahrscheinlich da der beste Arzt sein und wahrscheinlich seine ganzen Künste zeigen und damit hat er auch seinen Traum wirklich verwirklicht. Vielleicht wird er auch Ruffy retten im Vorfeld, wodurch er halt dieser beste Arzt sozusagen werden wird. Oder dass er halt jede Krankheit heilen kann. Frankie wird dann wahrscheinlich ganz einfach zu der Frankie-Familie zurückkehren. Brook trifft dann endlich auf Laboon. Und Robin wird wahrscheinlich die alte Geschichte und das Lesen der Poneglyphs lehren. Jimmy wird wahrscheinlich im Laufe des Lebens sterben. Oder er wird halt in Rente gehen auf Fishman Island. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und Bonkley wird dann wahrscheinlich zu Newcomer Island gehen. Vielleicht steht Ivankov sogar im Krieg, wodurch er dann seine Position einnehmen wird. Und Ruffy wird sein restliches Leben vielleicht im Windmühlendorf verbringen und so eine Art Lehrmeister werden oder sowas in der Art. Oder er bereist einfach die Welt für sich alleine. Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Strohbande einfach zusammenbleibt und weiter segelt und das dann unser offenes Ende sein wird. Und das, meine Freunde, wäre die komplette One Piece Story, wie ich sie mir vorstelle, in Arcs verteilt, was alles passieren kann, was alles passieren könnte. Wie gesagt, was noch Sachen sind, die ich nicht erwähnt habe, sind zum Beispiel, wie wird das Ganze mit Mihawk und Zoro gelöst, da bin ich ja nicht wirklich drauf eingegangen, weil das halt ein bisschen zu viel geworden wäre. Was ist mit Modia, was wird er für ein Comeback haben, was ist mit Weevil, ist er von Modia oder was wird Weevil allgemein machen, was ist die Rolle der anderen Rookies, zum Beispiel Bonnie oder Rouge oder so, die habe ich auch nicht so beleuchtet. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, es werden immer wieder neue Charaktere erscheinen, aber auf die kann ich halt noch nicht eingehen, weil es die noch nicht gibt und die werden von Oda eingeführt. Wie gesagt, da kann ich nichts wirklich zu sagen. Und das wäre es jetzt wirklich von diesem Video gewesen. Wenn ihr wirklich dieses Video bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt mal in die Kommentare ein Hashtag Piratenkönig. Das würde mich sehr freuen, einfach mal zu sehen, wie viele Leute sich das wirklich bis zum Ende gegeben haben. Also, das ist ein Video, was mir persönlich sehr, sehr krass am Herzen liegt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr das verstehen könnt und dieses Video wirklich liken könnt. Und auch wirklich dieses Video teilen könnt. Ich weiß, ich sage das zwar nicht so oft, aber hier ist es mir wirklich sehr wichtig, dass dieses Video wirklich viral geht, weil ich da wirklich so viel Arbeit reingesteckt habe. Deswegen, wie gesagt, gebt ein Like, teilt das Video mit euren Freunden, schickt es euren Freunden, empfehlt es weiter. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen. Damit bin ich auch raus. Lasst mir einen fetten Kommentar da. Was denkt ihr? Wie wird die ganze One Piece Story weitergehen? Ihr könnt ein bisschen schreiben, aber auch viel schreiben, wie ihr mögt. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Damit bin ich auch raus. Wünsche ich natürlich noch einen super schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.